draußen. Wir haben endlich unsere Plakate. Yeah, sie sind da. Und wir möchten euch doch mal kurz vorstellen, welche wir denn jetzt haben. Ich fange mal an mit diesem netten Plakat hier. Das Bildungsplakat. Genau. Von Bildung. Von Bildungsversprechen. Wird keiner klug. Jeder Mensch hat das Recht auf freien Zugang zu Informationen und Bildung. Jo. Ein wichtiges Kernthema von uns. Tata. Supi. Was hast du sonst noch? Genau, jetzt kommen im Zuge von Prism, ganz aktuell. Witzigerweise haben wir das schon vor Wochen in der riesengroßen Community, die ja die Plakate gewählt hat, in mystischer Voraussicht vorhergesagt, dass das kommt. Warum will der Staat wissen, dass ich nichts zu verbergen habe? Eine Floske, mit der wir uns zurzeit rumärgern, wie blöde. Ich habe ja nichts zu verbergen. Man hört es an jedem Infostand. Ich hänge mir so ein Ding, sobald die rumgegangen sind und in den Kreisverbänden zur Verfügung stehen, auch mit an den Infostand. Ja. Und ich glaube, die danach sind auch wegen. Ich wollte gerade sagen, wir machen gleich mal weiter. Genau, dann kannst du vielleicht gleich meine Plakate, die ich hier habe, dann weiter vorstellen. Meine Daten gehören mir. Ebenfalls ein Slogan, den wir ja schon seit vielen Jahren haben. Hatten wir beim letzten Mal auch mit dem Fotobix noch. Mein Leben, meine Daten. Das ist jetzt die Abwandlung davon. Sehr gut, halt auch in Bezug auf Prism und auf das aktuelle Skandelchen der NSA. Ja, ist ja nur ein Skandelchen. Ja, ist ja nicht so schlimm, dass die gesamte Bevölkerung überwacht wird. So, was haben wir sonst noch? Und dann haben wir das dritte Datenschutzplakat. Briefgeheimnis auch fürs Internet. Jo. Genau, da auch nochmal schön, um dann auch den Leuten, die im Internet nicht ganz so fit sind, einfach klar zu machen, was für Auswirkungen das hat. Dass im Prinzip die Ausspähung unserer E-Mails und unserer ganzen Online-Daten, digitalen Daten nichts anderes ist, als wenn wir von heute auf morgen unser Briefgeheimnis abschaffen würden. Ja, sehr schön. Da in Verbindung auch ist das aktuelle Video von unserem Landesverband auf YouTube. Das Prism for Dummies wurde es, glaube ich, genannt. Das Erklärvideo. wie erkläre ich Prism in einfachen Worten, sage ich jetzt mal. Ich habe mir das erstmal runtergeladen, auf den Laptop geschmissen und habe seitdem den Laptop am Infostand immer dabei und der kann dort dann auf Wunsch der Bürger auch einfach mal mit der Play-Taste gestartet werden und dann haben sie ein kurzes Video, die ihnen das Ganze veranschaulicht und ich habe viele Leute schon am Infostand gehabt, die dann gesagt haben, krass, wusste ich nicht. Ja. Ja, das ist auch wirklich eine ganz wichtige Sache. Also da müsst ihr wirklich versuchen, den Leuten das möglichst anschaulich und einfach zu erklären, warum wir so ein Problem damit haben und warum es so wichtig ist, dass wir alle da auf die Straße gehen und dagegen kämpfen. Ja, und hoffentlich, wenn die Leute das auf den Plakaten lesen, werden sie auch neugierig. Ja. Das habe ich denn hier. Warum hänge ich hier eigentlich? Hier geht ja eh nicht. Das ist ein Evergreen, würde ich fast sagen. Ja. Ich habe, glaube ich, die Evergreens erwischt. Ein Slogan, der schon altbekannt ist bei uns. Wurde auch in Berlin 2011 gehängt und verwendet. Und ja. Ja, ein Problem, was wir aktuell einfach immer noch haben. Also wenn wir uns zuletzt die Schleswig-Holstein-Kommunalwahlen angucken, Wahlbeteiligung von 37%, da müssen wir unbedingt ran. Wir müssen die Leute wieder an die Wahlurne kriegen. Ja, also einer unserer Evergreens. Genauso wie der hier, nicht käuflich, nur wählbar, hatten wir im Landtagswahlkampf 2012 auch in NRW hängen, aber halt ohne Menschen drauf, nur als reine Schrift, glaube ich. Und da ist er wieder. Ja, jetzt kommt was Textlastiges. Nicht für die Landstraße geeignet, würde ich mal fast sagen. Wir wollen deine Meinung, nicht nur deine Stimmung. Das ist quasi die moderne Variante und die Abwandlung von dieses Wir sind die mit den Fragen, ihr seid die mit den Antworten. Das hatten wir ja auch schon mal. Das geht so in dieselbe Richtung. Aber wie gesagt, sehr textlastig, besser nicht an die Landstraße hängen, vielleicht eher in die Fußgängerzone, wo die Leute langsam dran vorbeigehen. Aber da erzählen wir euch gleich was noch in dem schönen nächsten Video noch dazu. Da gehen wir nämlich auf das sogenannte Micro-Targeting ein. Und hier ist das vollste Plakat von allen, weil es ist ein Hund drauf. Ich habe was gegen Filz und ihr. Filz, Begriff, der nicht überall dialektal bekannt ist, hat auch was mit, alternativ kann man auch Klüngel sagen, Korruption etc. pp. Geht halt so in Richtung Korruption. Am liebsten würde ich mit diesen Plakaten den gesamten Berliner Flughafen zukleistern. Oh ja. Oder die Elbphilharmonie. Stuttgart 21 machen wir auch gleich weiter. Stuttgart 21 können wir auch. Nürburgring. Also das kann man aber auch wunderbar vor Rathäuser hängen. Aber wie gesagt, dazu kommen wir gleich in dem nächsten Video, dass ihr
danach anklickt oder was hier hintergeschnitten wird. Ich weiß nicht, wie das technisch umgesetzt wird, aber ich glaube, da macht der Bernd schon was Gutes dran. Ja, dann sehen wir uns gleich im nächsten Video im sogenannten Micro-Targeting und dann schauen wir mal, welche Plakatketten wir denn hängen und wie wir das am besten umsetzen. Bis gleich. Genau, bis später.